Hallöchen, guten Tag, herzlich willkommen zu Shop Titans. Wir schauen uns mal wieder an, was Neues gibt im Laden. Ja, und fangen wir jetzt mal an, damit diese Dinger hier einzusammeln. Sehr gut. Und vielleicht mal gucken, Momentchen mal, muss ich irgendwas Besonderes fertigen? Gerade will niemand was von mir, das ist doch gut. Das ist doch gut. Wenn mal keiner was von mir will, finde ich das hervorragend. Dann bauen wir nämlich mal ein paar von den Schuhen hier. Und vielleicht noch ein paar hiervon. Einen finde ich zumindest. So. Gut. So. Hätten wir das schon mal. Dann entledigen wir uns noch ganz kurz dieser Leute hier. Da gibt es bestimmt auch einen Shortcut, oder? Gibt es bestimmt irgendwas. Ich habe mal in dem Video von dem Felix geguckt. Der macht dick, 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 dick. Dann klatscht er die alle durch und hat die alle verkauft. Müssen wir nochmal gucken, wie das geht. So, 385 ist natürlich genau das, was wir nicht wollten. Ja, super. Warte mal, du hier kriegst nochmal Rabatt. Das ist natürlich klar, dass es jetzt, wo hier der hier steht, dass alles auf Fehlschlag geht. Ach, das ist so berechnet hier. Egal. So, Shop Titans. Ich mag das Spiel immer noch. Auch wenn ich mittlerweile ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, mit so einer Gilde, ich weiß nicht. Das ist ja wie in jedem Verein, da gibt es immer Unstimmigkeiten und Reibereien. Und ich habe da, glaube ich, so ein bisschen so ein Robin Hood-Phänomen. Ich mag es nicht, wenn Menschen über den Tisch gezogen werden. Oh, 1 Stunde 20. Okay, wir müssen die jetzt mal alle ruhen lassen, das ist gar nicht so schlecht. Aktuell gibt es hier das Drachen-Event. Go, go, go. Und das gucken wir uns mal an. Ja, alles weg damit. Wir haben tolle neue Mäntel. Oh, 3 Stunden. Aber ich glaube... Ja, beim Drachen-Event ist das ja so. Ich weiß nicht, ob ich da schon ein Video zu gemacht hatte. Oh, ganz gescheitert. Der Pilz, ne? Der Pilz, den kriegen wir nie, den Pilz. Der Pilz nervt. Ah, geil. Hier hat mir jemand... Wahrscheinlich war es der Tod, ne? Ja, hier, Todd, der hat einfach alles. Der hat einfach alles und in rauen Mengen. Das ist der absolute Hammer. Naja, nun gut. Genau, da hatte ich gerade diese, ich weiß gar nicht, was es ist, Seekorallen oder sowas. Wir gucken mal, was das ist. Seekorallen. Tiefenkoralle. Naja, gut, war ja schon da dran. Genau, die brauche ich für irgendwas zum Herstellen. Wofür brauchte ich die denn nochmal? Ich wollte irgendwas Neues herstellen. Ja, irgendwas ganz Tolles. Ja, das hier wollte ich herstellen, genau. Wie heißt das Ding? Colored Bulk. Whatever that is. Sieht jedenfalls sehr an. Sieht aus, ich meine, ne? Da fehlen mir jetzt die Steine und diese Ressourcen. Und das braucht eben mal 2,5 Stunden. Aber genau, für das Drachen-Event würde das 434 Punkte geben. Das ist ja gar nicht so schlecht. Und für geldmäßig auch ordentlich. Gut, wie funktioniert das mit dem Drachen? Also, wir kämpfen gerade gegen den großen blauen Drachen. Wir stellen immer ein Team zusammen und, also hier ist das Team und hier ist die Truppenausrüstung. Ja, kann ich jetzt gar nicht mehr zeigen. Und meine Ausrüstung hat jetzt bis jetzt einen Kampfwert von 8000. Und dann kommt noch eben noch die Truppe. Die hat vielleicht auch nochmal so 3.000, 4.000, je nachdem, wen ich dann zusammenstelle. Und das macht dann 11.000 und diese 11.000 kommen dann halt in den großen Pott. Alle aus der Gilde machen da mit, oder fast alle machen da mit. Und das ist dann sozusagen die Angriffskraft, mit der wir dann an den Drachen drangehen und den versuchen niederzuschießen. Wie sich das jetzt hier genau berechnet oder wie viel Schaden wir machen und so, das ist mir nicht so ganz klar. Genau, dann machen wir halt Gruppen. Keile und bekommen dann halt die entsprechenden Belohnungen hier. Können Sie nochmal angucken. So sehen die alle aus. Manche mal. Also hier so Drachenmarken, Schriftrollen, Charaktermünzen, die goldenen Schriftrollen, nochmal Drachenmarken, Diamanten sogar. Das ist schon mal nicht so schlecht. Und wo sind wir jetzt gerade? Jetzt sind wir gerade hier. Bei 561.000 haben wir also schon Schaden gemacht. Aktuell kämpfen wir halt gegen den hier, den dicken, blauen, großen blauen Drachen. Und da gibt es eben auch den persönlichen Fortschritt. Ich habe jetzt 20.000 beigetragen und wenn ich noch 2.000 mehr oder 1.400 mehr beitrage, kriege ich diese Schriftrollen. Also das ist, finde ich, ein bisschen schade, dass der eigene Fortschritt ein bisschen abgeschwächt wird zum Gruppenfortschritt.
Wobei es hier relativ nah angepasst ist. Es gibt auch Events, wo das deutlich weiter auseinander liegt. Ne? Was kann man hier noch so bekommen? Man kann nochmal Schlüssel bekommen, finde ich gut. Nochmal Diamanten, das wäre schon halt richtig cool, wenn wir den kriegen würden. Nochmal 100 Diamanten. Ja, diese komischen Marken, von denen ich noch nicht so ganz genau weiß, was sie bedeuten. Nochmal Schlüssel, nochmal Marken und am Ende... Oh, ja, stimmt. Ah, das war das andere Event, wo es nochmal so einen schönen... Da gab es so ein schönes diamantenbesetztes Buch. Das fand ich schon richtig cool. So ist das. Hier im Staate Dänemark. Oder wie heißt das immer? Also der Felix kann bestimmt hier unter das Video schreiben, welchen Shortcut es dafür gibt, hier diese Dinger zu plattbillen. Warte mal, hier möchte jemand was. Die Seebären Polonia. Ich klicke das immer weg und dann sehen wir... Die nehmen jetzt 5 Ketten. Okay, was ich jetzt neuerdings mache, ist, die nicht mehr herstellen, weil die mir quasi ins Event funken. Ich gucke dann, was kosten die eigentlich am Markt? 5 Stück, 80.000. Ja, 5 mal 8 kann jeder rechnen, sind 400.000. So, bapp. Und schon ist das Ding durch. Ja, das kostet mich jetzt 400.000, aber die Polonia ist jetzt halt sehr schnell bedient und relativ schnell kommen wieder neue dazu. Aber warte mal, das können wir jetzt hier mal machen. Also das ist gar nicht so schlecht. Ja, Polonia ist schnell bedient, damit kommt schnell wieder Neues und wir können diese Marken, diese Charakterpunkte hier bei den Champions einfach auch mal nach oben schieben. Wo sind sie denn überhaupt? Kann man gar nicht sehen, den Rang. Wo konnte man das denn sehen? Also, ne, so, das ist sozusagen das Interessante. Ja. Ansonsten habe ich zur letzten Woche nochmal beschlossen gehabt, die ganzen Entwürfe hier halt mehr zu meistern. Ich habe jetzt hier eine Favoritenkategorie angelegt, das gibt es ja ganze Zeit. Und das sind die Entwürfe, die ich jetzt versuche gerade zu meistern oder die Dinge halt herzustellen. Das heißt, hier gibt es immer den Fokus drauf und sobald, so wie wir hier, die Schuhe halt weg sind, ja, da müssen wir nur noch 9 Stück machen, 11 Stück, Entschuldigung. Wird das hier wieder ausgehakt und dann ist das quasi weg. Und das führt dazu, dass ich relativ viel Golden schon habe, was gut ist, was wirklich gut ist. Genau. Und der zweite Fokus, den ich mir überlegt habe, ist halt die Dinge, die halt sozusagen wie hier, dieser Zauberstab, Kaiser Aquila oder wie das Ding heißt, den halt voranzutreiben, zum Beispiel so, um dann hier die Transzendenz freizuschalten. Ja, so ist das. Ja, das Ganze klappt natürlich nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle, weil wir, oder ich entsprechend auch die Materialien brauche. Das wiederum heißt, wir müssen Teams losschicken auf in die Kronos-Ruinen zum Beispiel, also eben auch Quests schicken. Kann man sich angucken, was da passiert, wenn wir das schaffen? Ja, da wird ein Gebiet freigeschaltet. Hier kann man dann eben diese silbernen Kristalldinger hier, Kronos-Kristalle farmen. Neues Dungeon entdeckt, Spukschloss. Also, ja, freigeschaltet hier. Bonus-Helden-XP, Ruhezeitverkürzung. Also das ist sozusagen der zweite Fokus. Aber innerhalb eines Events ist das halt gar nicht so einfach. Denn jetzt geht es ja irgendwie gerade darum, das mit dem Drachen zu machen. Und da brauche ich halt quasi die Leute alle immer vor Ort, dass die alle auch topfit sind, quasi. Ne? So. Wenn die gleich zurückkommen, das ist ein bisschen das Problem. Wenn die gleich zurückkommen, wer ist denn da auf dem Schiff? Der Argon ist auf dem Schiff. Dann muss der irgendwie 8 Stunden ausruhen. Und das passt mitunter nicht ganz so. Das heißt, ich muss dann wahrscheinlich eine Feder einsetzen. Ich weiß gar nicht, wie viele Federn habe ich eigentlich. 11. Na. Da muss ich mal gucken, ob ich... Den kann ich tatsächlich nur mit Feder heilen. Die kann ich ja auch... Die kann ich aber auch anders heilen, oder nicht? Oder warte mal, es gibt doch diesen... Gucken wir uns das auch mal ganz kurz an. Es gibt doch hier irgendwo... Ne, das sind diese ganzen Steine, die kein Mensch braucht. Oh Gott, wahrscheinlich werde ich ja gleich erschlagen, wenn ich so böse Sachen sage. Halt ein Charakter. Genau. Den hier werde ich gleich mal einsetzen. Und das geht wahrscheinlich auch hier mit, ne? Lilo. Ja, können wir mal gucken.
dass man dann die Dinger mal einsetzt. Überhaupt habe ich mal beschlossen, wo sind die Dinger jetzt schon wieder, hier diese ganzen Samen auch mal zu nehmen. Ich habe schon ein paar wirklich auch verbraucht, um Helden dauerhaft stärker zu machen, in Anführungszeichen. Aber das ist halt echt ordentlich Klickarbeit. Ja? Wenn man sich jetzt hier mal so einen aussucht, dann seht ihr hier, man muss dann schon ordentlich klicken. Und der Reward ist halt echt, naja, so. Weiß ich jetzt auch nicht. Weiß ich jetzt aber auch nicht. Übrigens ist Reward gerade eines meiner Lieblingsbegriffe im Gaming-Business hier. So, können wir mal einen freischalten. Schalten wir mal so einen außergewöhnlichen Helm frei. Dann können wir nämlich direkt das nächste nochmal machen. Wir machen doch auch nochmal Schuhe. Ja. So, gibt es sonst was, was ich neu entdeckt habe? Naja, ich habe meinen Keller ausgebaut gehabt. Ich weiß gar nicht, ob wir das beim letzten Mal schon gesehen haben. Also auf jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Plätze. Einer ist gerade frei. Ich versuche nur noch die 10er da reinzustecken. Das heißt, alle 9er, 8er und so weiter kommen da raus, werden dann auf 10 hochgelevelt und kommen wieder rein. Ja, so kann man das mal sagen. Es ist halt noch nicht so, nicht so hilfreich. Und damit ich das durch habe, würde ich wahrscheinlich die Sachen hier im Laden nochmal machen. Hier seht ihr ja, ist ja meine Ordnung, ne, die 7er hier in der Reihe. Dann haben wir oben die 6er und hier unten haben wir die 8er. Das heißt, rein theoretisch, ja genau, rein theoretisch müsste ich jetzt hier den 8er nehmen, einen von beiden aufwerten auf 10, dann in das Ding packen und dann vielleicht einen 8er wieder rausnehmen oder die hier quasi von 6er auf 7er zu schieben, von 7er auf 8er zu schieben. So ist ein bisschen so wie so eine Fertigungsstraße quasi, damit ich einen Überblick behalte, wer hier eigentlich wann, wie, wo abgegradet werden möchte. Und ja, genau. Das sind sozusagen meine aktuellen To-Dos. Overall versuche ich natürlich Level 50 zu erreichen, was gerade ein bisschen schwierig ist, weil ich mich nicht so mit dem Verkauf beschäftige. Ich habe jetzt im Vorfeld von Drachen super viele Sachen hergestellt und eingelagert. Kann man hier nochmal sehen. Also hier zum Beispiel diese Kaiser Akias 15 Stück habe ich da schon, die Hämmer 10 Stück, ja hier die Fertigungs, hier diese Alraunenwurzel und so weiter, ja 27 mal den Zauberstab, da können wir locker mal 10 von verkaufen übrigens. Ich weiß gar nicht, ob das geht, probieren wir das mal, ja geht, verkaufen wir da einfach mal 7 Stück von, sagen wir mal. Einer kostet 75.000, das heißt verdoppelt macht 150.000, dann verkaufen wir sie für 450, würde ich sagen. Ach komm, machen wir 500 draus. Warum auch nicht? So. Die braucht bestimmt jeder jetzt gerade, deswegen wird sie jetzt jeder kaufen. Ja, und mit dem Geld, was ich hier anhäufe, überlege ich mir gerade, ja, entweder mal ein bisschen in die Stadt zu investieren. Genau. Seht ihr, da ist schon verkauft, der ganze Rotz. 3,5 Millionen extra, sehr gut. Oder vielleicht nochmal den Keller auszubauen. Denn ich sag mal, bis zu Level 50 braucht es noch ein bisschen. Bei Level 50 ist es so, dann können wir uns hier eine Erweiterung kaufen für 50 Millionen. Ist halt die Frage, ob ich jetzt 50 Millionen spare. Oder ob ich das Geld jetzt schon mal ausgebe für eine Kellererweiterung. Kellererweiterung würde halt, ich sag mal, den Vorteil bringen, dass das Möbel, dass hier diese ganzen Fertigungs-Dinger hier verschwinden. Nochmal 4 Stück würden einfach verschwinden. Genau. Dann könnte ich die im Laden verteilten Ressourcenhäufchen, wie hier hinten zum Beispiel. Ne? Hier sind diese Dinger oder diese, seht ihr ja hier, diese, na, Kräuterständer, diese Steinsachen hier. Die würden dann 4 Stück verschwinden und das würde bedeuten, dass ich dann ein bisschen mehr Platz habe, hier Geräte aufzustellen. Das wiederum würde bedeuten, dass meine Energie hier hochgeht. Ich habe dummerweise in einem Umdekorationswahn hier hinten eins der Regale abgebaut. Habe dann noch hier so ein Ressourcendings reingestellt. Und jetzt kann ich das nicht mehr ändern, weil der immer meckert und sagt, ja, erweitere deinen Laden, um mehr Platz zu schaffen. Also ich kann quasi hier nichts mehr dazu bauen. Das ist bedauerlich und auch ein bisschen ärgerlich. Genau, ich könnte jetzt hier, glaube ich, so ein...
Ah ne, selbst das kann ich nicht mehr dazu packen. Also ne, das wäre so ein bisschen so eine Überlegung, ob ich da die 25 Millionen, ich glaube 25 Millionen kostet ja Spaß, ne, investiere. Genau. Oder alternativ nochmal in einen Charakter. Auch nochmal 25 Millionen. Wobei ich den Charakter selbst dann auch nochmal kaufen müsste. Und ich glaube, der wird auch nochmal teuer. Und wir haben momentan 3, 6, 9, 12, 13. Ja, also da könnt ihr gerne, falls ihr da Erfahrungen habt oder Ahnung habt, auch nochmal gerne reinschreiben, was ihr glaubt, was ich da machen sollte. Ich brauche diese Reißzähne, glaube ich. Kann man die auf dem Markt kaufen? Wenn ja, ah ja, okay. Dafür schicken wir keinen los. Weil die werden auch teurer, das ist so lustig. Also für 1000, ne, da schicke ich jetzt keinen extra los. Ihr seht, mit der Zeit wird man, glaube ich, ein bisschen faul und Geld regiert die Welt, ne? So ist das doch. Die armen Menschen beschweren sich immer, dass die großen Bonzen sich noch reicher machen, aber glaubt mir, das ist hier im Spiel nichts anderes. Das ist hier im Spiel nichts anderes. So, kann ich jetzt hier wieder... Naja, ich muss jetzt hier nochmal auf das Dings warten. Hier ist zum Beispiel so, dass ich mir denke, ja, die Ressourcen, die man jetzt hier einsetzt, hier zum Beispiel diese Bling-Bling-Dinger hier, ich weiß nicht, wie die heißen, davon habe ich tatsächlich nur 19. Mit einem Dings würden 7 verschwinden. Also 7, 14, 2 Stück könnte ich machen und dann muss ich schon wieder warten. Also es macht einfach Sinn, das mit der Zeit auch nochmal aufzuleveln, dass man da vielleicht mindestens 3 machen kann. Ja, man kommt da sonst nicht ganz so hinterher. Die anderen Ressourcen, kann man mal gucken. Zum Beispiel Holz habe ich auf 350, ist jetzt mein höchstes. Gucken wir mal, wie es mit dem Stein aussieht. 411 sogar. Holz nicht bei 350. Nein, dich nicht. Nein, dich nicht, meine Güte. Ja, 350 ist jetzt nicht so viel. Muss ich mal ein bisschen gucken. Stoff bei 90 ist auch nicht so richtig viel. Hier dieses dunkle Holz 114. Naja, gut. Also da muss ich morgens nochmal gucken, was ich da erhöhe. So ein bisschen ist halt hilfreich, wenn die Gilde hilft. Also wenn du einen Bauauftrag einstellst, dass dann die Gilde klickt, aber ich habe gerade das Gefühl, es ist ein bisschen Sommerpause. Viele sind nicht da. So, wie viel wollte die? 8 Stück. Das hat auch eine Menge, ne? Können wir die fertigen? Ja, kann man. Oh, Hoppala. Oh ja, na gut. Ah ja, es fehlen halt diese, ne? Ihr seht schon wieder, auch hier fehlen jetzt diese blauen Dinger. Oh, jetzt gehen die Glocken los. Ah ja, gut. So ist das halt im Staat Holland. Nee, Dänemark, oder wie ist das? So, ah ja, die verkauft mir jetzt Dinger. Und das ist ein bisschen lustig. Die verkauft jetzt für 70 Stück für 40.000. Das ist natürlich ein Schnäppchen, gerade auch, weil wir die brauchen. Aber, jetzt kommt mein Aber. Wenn ich die jetzt kaufe, bin ich bei 74 und dann bin ich quasi beim Maximum angekommen. Richtig? Richtig. Und das heißt aber auch, dass das, was jetzt rein nachproduziert wird, gar nicht mehr reinkommt. Also hier muss man jetzt gut abwägen, will ich jetzt sofort produzieren? Sagen wir mal 74, wo ist jetzt hier der Hut hin? So, kann ich ja sowieso nicht, weil mir diese Dinger hier fehlen. Also mache ich erstmal diese Dinger hier eine ganze Menge, damit ich anschließend das mache. Und in der Zwischenzeit wertet sich das ja hier auch auf, ne? So. Und versteht ihr, was ich meine? Ist ein bisschen umständlich ausgedrückt jetzt gerade. Ist vielleicht ein bisschen umständlich. Ja, wenn ich den Stoff hier zu früh kaufe, dann ist das Lager voll. Und das, was sozusagen durch den automatischen Prozess mit reinkäme, würde ich gar nicht mehr abgreifen, sondern das wäre halt einfach voll. Das würde mir dann entsprechend verloren gehen. Deswegen mache ich das nicht. So einfach ist das. So, und hier bräuchten wir 21. Das heißt, je mehr ich quasi an die 21 rankomme, desto besser. Der bietet mir 70. Das heißt, ich könnte hieraus 3 machen. Genau, dafür brauche ich aber auch erstmal diese Dinger. Die habe ich ja gar nicht. Also, ihr seht, das ist mitunter ein Rechenexempel. Das ist jetzt hier ein bisschen easy. Ich habe mir die Tage noch ein anderes Spiel angeguckt. Und zwar, wie heißt denn das nochmal? Idols of the Forgotten Champs oder so ähnlich.
Das ist schon richtig krass. Da geht es auch schon auch darum, ein Team zusammenzustellen. Das ist ein Autoklicker quasi. Da geht es schon darum, ein Team zusammenzustellen und das Team dann ja, gegen die Mobs angehen zu lassen, ankämpfen zu lassen. Ich bin ganz verwirrt durch die Glocken. Genau. Das geht eben nur dann, wenn man das richtige Team der richtigen Kombination zusammenstellt. Und deswegen ist das gar nicht so einfach. Aber interessant. Also das ist sicherlich auch was, was ich nochmal spielen werde. Und dann werde ich euch das sicherlich auch noch zeigen. Also sicherlich noch schön zu machen. So. Ja, was gibt es denn sonst noch zu zeigen? Ich weiß gar nicht, wie das mit den Haustieren ist. Ich glaube, Haustiere kosten mich richtig viel. Da muss ich auch Level 50 werden. Also, ja, muss man mal gucken, was ist gerade was wert. Will ich Level 50 werden, dann muss ich jetzt mich mal beeilen. Ich habe hier noch ein bisschen was zu tun, 5 Millionen. Aber es ist eben auch gerade so, es ist eben Sommer. Und ich mache das morgens hier an und ich mache das abends oder nachmittags ein, zwei Mal an und dann abends nochmal. Und dann ist es das im Grunde genommen auch schon. Ja. Den Rest der Zeit verbringe ich gerade auf hoher See. Ihr seht es ja auf meinem Kanal. Könnt ihr auch mal reinschauen. Es gibt interessante Spiele auf dieser Welt. Das kann ich euch aber sagen. Hier sind wir bei 31. Ich könnte die hier auch zu Ende machen. Anstatt die Hüte. Ein Hexenhut, sie will 8 Stück haben. Einen Hexenhut machen wir. 8 Stück will sie haben. Das ist ja schon eine Nummer. Und ich weiß gar nicht, wie andere das machen. Wir können mal gucken, was hier sonst noch so passiert ist. Prämien werden angenommen. Ja, das mache ich momentan nicht. Da bin ich pausiert, weil ich mich auf das letzte und das aktuelle Event sehr vorbereitet habe. Da passte das dann leider nicht mehr mit den Prämien. Ich weiß gar nicht, welches das nächste Event ist. Wir können mal in den Briefkasten gucken. Ja, aber da ist noch nichts angekündigt. Aber das läuft auch noch. Diese Handinvasion dauert noch 5 Tage. Danach kann man sich versuchen, auch zu richten, in Anführungszeichen. So, machen wir hier mal ein bisschen vorwärts das Ganze. Jetzt fehlt uns ans Leder. Jetzt geht es uns ans Leder. Das ist ja verrückter Kack. So, können wir noch eins vorziehen? Ne, gerade nicht. Schade, jetzt machen wir schon 3, 4 Hüte. Dann können wir überlegen, ob wir 4 Hüte kaufen. Machen wir das mal. 1, 2, 3, 4. So. So, jetzt muss man nur aufpassen, also ich muss aufpassen, dass ich die dann nicht zwischendurch verkaufe. Das ist dann immer ein bisschen, naja, dumme Dinge passieren halt. So ist das. Gut, ja, wenn ihr Bock habt, mehr von dem hier zu sehen, von Shop Titans, dann schreibt es mal in die Kommentare. Wenn da genug Hinweise kommen, mache ich vielleicht noch ein zweites Video in der Woche. Genau. Und wenn es soweit ist, ich hoffe, dass bis zur nächsten Woche, dass ich das mal geschafft habe, hier zumindest mein Level aufzusteigen. Ich will mich eigentlich ein bisschen an die 50.000 rangehen. Ja, und dann würde ich mal sagen, zeige ich euch mal ein bisschen, oder versuche ich mal einen Fokus anders zu setzen, versuche nochmal mehr Deko-Krams zu machen. Auch müssen wir überlegen, welchen Quadranten ich als nächstes ausbaue, ob ich hier den Laden wieder rechteckig mache oder ob ich hier so eine Stufe, eine Treppe reinbaue, also hier das Ganze. Oder sogar hier das reinnehme, dann hätten wir halt hier so einen etwas schlauchförmigen. Mal gucken. Asymmetrisch ist der neue Schrein. So, jetzt war es das für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in einem anderen Video wieder oder in der nächsten Folge von Shop Titans. Bis dann.